Oh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SimCity. Wir sind wieder in Bad Günzelshausen, das ist der Willis Tower und es ärgert ihn, dass es keine Arbeit gibt. Also nee, keine Arbeiter gab, aber es gibt anscheinend jetzt Arbeiter, deswegen ärgert ihn es nur noch, dass es keine gab. Ist ja auch super. So, wir gucken weiter hier, Bad Günzelshausen ist wieder am Start. Und wir hatten ja unsere Universitäten auf Vordermann gebracht, was die Forschungsprojekte angeht. Und da haben wir hier noch 61% und 40%, die sind also gleich durch. Wenn wir hier auch mal ein bisschen in den schnellen Modus gehen. Und wir gucken mal nach Trümmern. Da gibt's nichts. Und was, alter Schwede. 9 Millionen. Wir machen natürlich mit den Casinos ordentlich Reibach. Zack, da ist eins. Und hier ist noch eins. Und noch eine kleine Spielhalle, die sich, glaube ich, hier irgendwo befindet. Spielhalle, hallo? Spielhallo? Da ist er doch. Ja, natürlich. Da haben wir keinen Platz mehr zum Ausbauen. Egal, ja, und dann noch unsere Unterhaltungselektronikfabrik hier, wo wir gerade keine Legierung haben. Wieso eigentlich nicht? Ist unsere Recyclinganlage nicht voll auf Legierung ausgelegt? Jawohl, da haben wir kein Plastik mehr. So, ich überlege gerade, die Müllhalde hier abzureißen, weil die halt komplett leer ist jetzt gerade. Und da stellen wir einfach eine neue hier hin. Vielleicht hier so Platz findet. So, und da kommen ja auch eine und zwei Verbrennungsanlagen hin. Und da können wir die nämlich dicht machen und unser Recyclingzentrum weiter ausbauen. So, 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 so. Und dann der Rest auch noch vom Schützenfest. Jawohl. Ich hoffe, das gibt jetzt hier keine Bodenverschmutzung, aber sieht ganz gut aus, weil die war ja auch echt leer. Huch, nee, ich möchte ich nicht planieren. Hier möchte ich einmal bitte einen Leichtmetall-Wiederverwertungsanlage dotzen hinsetzen, was nicht geht, weil wir was überlagern? Womit überlagern wir? Womit? Herr Gesangsverein, womit wird hier überlagert? Du gehst bis hier, du hast nichts zu kacken. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie, was Überlagerung hier? Achso, wegen der Garage hier. Okay, ja, das akzeptiere ich. So, so. Zuf. So. Und jetzt möchte ich doch bitte... Jawohl, es geht. Wir können endlich auf Maximum recyceln. Sehr schön. Da können wir hier auch gegenüber noch den hier hinsetzen. Ist das auch wieder voll. So, und Platz haben wir hier ebenfalls. Wir können sogar hingehen und die Müllhalde hier so hinlegen. Das wäre also sogar möglich. Und ja, jetzt können wir... Legierung produzieren ohne Ende, beziehungsweise mit einem Ende, was weiter weg ist. 80 Tonnen pro Tag. 78 Tonnen pro Tag. Komisch, wir stellen 78 Tonnen pro Tag her, liefern aber 80 Tonnen pro Tag. Oh, guck mal, und da steigt auf jeden Fall jetzt auch die Produktivität. Sehr schön. So, was sagt die Universität? Die Universität sagt, es ist noch nicht zu spät, denn wir haben noch nicht über 50%. So, unser Flughafen läuft... Unsere Casinos laufen auch. Hier sind wir so an der 200.000er Grenze. In diesem aber noch nicht, glaube ich, ne? 140. Ja, er steigt aber auch. Er steigt. Huch. Da gerade noch ein Gebäude. Konnten wir einfach durch den Balkon gucken? Ne, das ist ein Grafikfehler. Da waren wir schon in der Textur. Was bist du denn eigentlich? Loft Brazzo. Schön. Schön, aber anscheinend noch einfach. Ne, zweifach schon. Mittlere Einkommensdichte. Oder mittlere Einkommensschichte. So. Oh, guck mal hier, die ganzen Motelschilder. Die sollten wir vielleicht echt... Was? Wir verlieren Arbeiter, weil sie sterben? Was sagt denn unser Krankenhaus? Das hat man doch in der letzten Folge noch aufgerüstet und irgendwie startklar gemacht. Da, von wegen Krankenhaus. Das ist sogar schon das große Krankenhaus. Aber wenn das mal nicht reicht... Aber es gibt tatsächlich irgendwie Probleme, große Probleme sogar. Patienten in Behandlung 86, Aufnahmekapazität 106, wartende Patienten 0 von 40. Also behandelt werden können alle, aber irgendwie scheint es mit der Vorsorge nicht so zu laufen. Und da wir ja Geld haben, gibt es erst nochmal ein Wellnesszentrum hier. Wir haben ja schon eins, ne? Oder warte, was können wir denn noch machen? Ein Notfallzentrum, damit die nicht so lange warten müssen. Ein Diagnoselabor, die fortschrittliche Wirtschaft erlaubt schnellere Diagnosen für kranke Sims. Patienten erholen sich damit doppelt so schnell. Das klingt doch sinnvoll. Oh, das können wir sogar oben draufsetzen. Das ist ja herrlich.
Nigga! So, was ist das hier? Das Chirurgiezentrum, genau, das müssen wir noch als Forschungsprojekt zu Ende bringen. So, Limit an Krankenwagen ist schon erreicht, das wundert mich ein bisschen. Aber okay, gibt's halt nur 4. Wellnesszentrum und Patientenzimmerflügel oder aber auch das Notfallzentrum. Geduldige und ruhige Seelsorger kümmern sich am Telefon um verletzte Sims, so überleben sie bis zum Eintreten des Krankenwagens doppelt so lange. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd. Komm, reißen wir vielleicht nur ein Haus dafür ab. Wenn das denn geht. Ja, das hier da hinten, alles klar. Machen wir das so. Wie gesagt, wir haben ja genug Kohle und da können wir auch erstmal die stündlichen Ausgaben in die Höhe treiben. Deswegen würde ich auch mal sagen, ziehen wir uns mal die Feuerwehr rein, wie die so ausgestattet und ausgerüstet ist. Die ist aber, glaube ich, schon auf dem Maximum, ne? Ne, ein bisschen was geht noch. Chemikalienfahrzeuge können wir noch was hinzufügen und hier ist sogar noch Platz neben der Uni. Und auch Brandschutzbeauftragte, der kriegt noch ein Büro. Jetzt haben wir uns noch so ein Hubschrauber-Heli geben, ja, alles klar. Ein Hubschrauber-Heli, genau. Ein Flugzeug, ach, ein Feuerwehrhelikopter, so rum. So, und das ist doch mal eine amtliche Feuerwache. Wir fangen hier an mit dem Brandschutzbeauftragten Nummer 2. Außerdem zweimal die Chemikalien, Garagen hier. Dann haben wir eine große leere Wand, wo natürlich hier Löschfahrzeuge für die normalen Arbeiten anstehen. Hier haben wir ein bisschen Platz, damit die Leute in die Ecke schiffen können, gar kein Thema. Dann aber hier den Haupteingang der Feuerwache. Ne, das ist auch wieder der Brandschutzbeauftragte Nummer 1. Das ist nochmal Chemikalien, das ist nochmal normal. Und das ist das Hauptgebäude, die Zentrale mit den oben anliegenden Helikopterlandeplätzen für die Löschhelikopter der Feuerwehr. Ja, kostet richtig viel. Ich guck mal eben. 7.900, scheiße, da haben wir richtig was draufgelegt. Aber gut, das ist uns die Stadt wert und wenn es hilft, sind wir doch alle zufrieden. So, Feuerwache, Polizeistation meine ich natürlich. Könnten wir hier denn noch was machen? Die sieht auch schon so fertig aus. Zentrum der Verbrechensbekämpfung betreiben sie Aufklärungsarbeit durch Polizisten in Schulen, Parks etc. Habe ich, glaube ich, alles schon mal vorgelesen. Und ich glaube, das bauen wir jetzt einfach. Frage ist bloß, wo? Wo? Es passt nirgendwo mehr hin. Ja, das ist ja schade. Dann müssen wir das Gebäude hier abreißen, oder was? Womit überlagert es denn dann? Es geht bis hier. Scheint tatsächlich ein bisschen zu weit zu gehen. Oder was ist denn, wenn ich dich... Nee, sagt Überlagerung, obwohl das doch eigentlich auch hier die Grenze sein dürfte. Was ist denn, wenn ich dich jetzt abreiße? Schnell dafür sorge, dass hier nichts Neues entsteht. So. Geht's immer noch nicht wegen Überlagerung. Ist das wegen dem Schild vor uns? Was ist das denn hier? Oh, das Polizeirevier. Ne, ich meinte eigentlich das hier unten. Aber das ist nichts Einzelnes irgendwie. Ja, ich reiß mal das Schildchen ab. Bei einer Matratze und dann gucken wir mal eben, ob das hier so geht. Und es geht nicht. Ja, hier ist doch nichts. Womit überlagerst du denn? Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Siehst doch ein, hier ist doch nichts. Scheiße, hier ist die Straße, hier geht natürlich auch nichts. Überlagerung. Aber womit? Hier ist doch echt nichts mehr. Ich gehe mal mit dem Bagger hier lang. Da reißen wir direkt das Dings ab. Ne, hier ist überhaupt nichts. Der soll sich aber niemand anstellen, der Überwachungsflügel. Scheiße. Was soll man denn da? Wie sieht's denn überhaupt aus mit der Kriminalitätsrate? Kommen wir denn so hinterher? Ja, dann lassen wir das erst mal so. Wenn wir so hinterherkommen, ist doch alles gut. Wollen doch gar nicht so viel Geld verschwenden. Erstmal. So, was sagt Le Forschungsprojekt sur l'Université 48%, 77%, genau, der Ermittlungsflügel, vielleicht passt der ja dann da irgendwo hin. Müssen wir sehen, ansonsten reißen wir die nochmal ab und bauen die nochmal neu auf, gar kein Thema, wir haben ja genügend Kohle. Möchte ich am liebsten vermeiden. Haben wir denn irgendwie verlassene Gebäude? Nein, sehr schön. Wie sieht das Verhältnis hier aus? Wir brauchen ein bisschen
für die höhere Einkommensschicht ein bisschen Industrie, also Hersteller Frachten, Mangel an Arbeitern. Dasselbe Lied wie eh und je. Sondern wir haben Mangel an Arbeitern, obwohl wir eine Archäologie in der Region haben. Es ist schon so ein bisschen fragwürdig manchmal. Ziehen wir uns das mal eben rein. Da sind wir bei 1,7 Millionen, auch wie eh und je. Und alles befeuert und besteuert hier von unserem kleinen Atomkraftwerk, wofür wir ja gerade die nächste Ausbaustufe entwickeln. So. Elektronikzentrale können wir nichts machen, hier geht aber noch die Gewerbeabteilung. Ich glaube, das erhöht da ein bisschen die Preise. Das können wir immer noch mal in Angriff nehmen, wenn wir denn genügend Geld verdienen. Sollen wir uns noch mal eine zweite Prozessorfabrik gönnen? Oh ne, ich weiß was, eine zweite Recyclinganlage. Das wär's doch, weil zieht euch's rein, 159.000 zu leerende Recyclingbehälter pro Tag angeblich. Ich weiß nicht so genau, wie repräsentativ diese Statistik ist, aber wir brauchen eigentlich eine zweite Recyclinganlage. Die Frage ist bloß wo. Die ist nämlich ziemlich groß. Aber wir könnten den Nups hier erstmal wegmachen. Hier den Nippel. Ne, dann reißt der alles ab, ne? Deswegen steht er noch wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Hauptsache man hat hier eine Kreuzung umsonst. Ist doch super. Du gehörst zur Elektronikzentrale. Du bist die Unterhaltungselektronikfabrik. Ölfeld pumpt und pumpt und pumpt. Wie sieht's da eigentlich aus? Wie lange können wir hier überhaupt noch überleben? Ach, das geht ja noch. Ist ja noch richtig Öl vorhanden. 12 Monate, dann müssen wir hier mal die Fühler noch ein bisschen weiter ausstrecken und dann haut es doch auch noch hin. Ja, Platz für die Recyclinganlage, die nächste. Handelsdepot abreißen. Weil wir unseren Umschlagplatz haben. Ach, guck mal, hier geht ja gar nichts. Es geht alles echt hier drüber, wa? Statt der Multimillionäre reichen sie ein Guthaben von 10 Millionen Simoleons in der Stadtkasse. Heftig. Heftig, heftig. Ja, ich würde sagen, reißen wir das ab. Drauf geschießen, ne? So, machen wir dich dicht. Dann, der ist natürlich jetzt blöd, weil die Straße hier lang geht. Bam, 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 bam. Jetzt würde ich am liebsten... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Passt mal auf. Wir machen das so vielleicht. Sokrates. Sokrates. So. Und dann kommst du nochmal bitte wieder weg. Und hier aber einmal eine neue hin. Oh, das ist zu knapp, oder? Nee, geht. Sehr gut. So vielleicht. Und dann hier auch nochmal zwei Brennräume an der Seite dran. So, das ist auch sehr schön. Haben wir das schon mal platzsparend gelöst irgendwie. Und jetzt gehen wir hin und können das Sträßchen hier abreißen. Jetzt sag nicht, du willst mir erzählen. Ach, okay, das Ding ist hier an der Straße. Okay, klar. Dann machen wir dich mal eben platt. Du bist ein Krebszimmer. Sehr gut. So. Können wir hier die Straße bedenkenlos. Sag mal. Abreißen. So. Ja, was machen wir mit der Brücke hier? Das war eigentlich immer eine ganz gute Überbrückung für diese Strecke hier. Ich glaube, das können wir eigentlich beibehalten, ne? Ziehen die erstmal vielleicht von hier kommend. So, so. So, ach, ist zu nah. Was? Hier steht doch gar nichts. Hä? Okay, so geht's. Machen wir so. Und so. So, und jetzt die Nipples nochmal eben hier abreißen. No! No! So, dann ist die Verbindung hier noch am Start. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt können wir hier die nächste Recyclinganlage hinsetzen, glaube ich, einfach mal. Ah, seht ihr das? Seht ihr diese roten Bereiche? Ah, es riecht mich schon wieder auf.
Das heißt, wir werden die nicht voll ausbauen können, oder was? Oh, und die kostet 111.000. Wo soll ich denn wissen, wo man die alles ausbauen kann? Ich möchte... Oh. Also einer war ja quer hier. Und den können wir schon nicht machen, glaube ich. Weil da haben wir immer ein rotes Feld. Und hier auch. Haben wir immer ein Quersitzen. Und das ist auch nur millimeterweise. Ihr seht's doch da selber. Oh. Scheiße. Und die Brücke kann ich nicht noch nach hinten versetzen. Die könnte ich höchstens abreißen. Aber ich möchte die halt echt noch gerne halten hier. Können wir die vielleicht doch nach hinten versetzen, so ein bisschen? Okay, so geht's. So großer Neigungswinkel. Machen wir das mal eben wieder kleiner. Na, da war doch gerade was. Da hast du doch gerade, hast du doch das machen wollen. So. Und mit so zwei Pfeilern finde ich irgendwie cooler, so wie wir es da vorne haben. Achso, macht er automatisch dann. Ja, so eine ganz krüppelige Brücke, aber das macht nichts. So. Und dann. Wow, ruhig brauner. Ich wollte doch eigentlich nur die Brücke hier wegmachen. So. Und dann, ja, okay, sind wir mal gerade. So, so. Jetzt haben wir hier die Kreuzung. Aber das ist auch gar nicht schlecht. Ja, lassen wir doch so, würde ich einfach mal sagen. Und jetzt können wir doch eigentlich... Ja, die Brücke sieht schon echt hässlich aus. Okay, ist jetzt nicht die architektonische Meisterleistung, vor allem dieser Übergang hier. Und Symmetriefrage müssen wir auch nicht stellen hier. Aber es geht ja ums Recycling und es klappt immer noch nicht. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch einfach veräppeln. Es ist doch zum Heulen. Ja, ist jetzt hier ein bisschen die Bastelstube. Ich würde einfach mal sagen, wir bauen dich da jetzt hin. Und dann für die Legierung bauen wir das da mal eben hin. So, und jetzt haben wir schön Platz, wenn ich hier nochmal aus der Karte rauskomme. Und können hier noch wunderbar die Straße verlegen. Oder einfach nicht. Nein, so natürlich nicht. So aber... Über aufgestellte Gebäude geht nicht. So denn? Nein. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Natürlich ist es langweilig. Wir bauen gerade Straßen. Und kriegen es nicht gebacken. Jetzt hätte ich fast die Brücke schon wieder mit abgerissen. Passt mal auf, wir nehmen mal so ein so wieder und dann mal vielleicht ein anderes Tool. Kannst du dich da nicht so durchschlängeln? Das wäre super. Ja, so ist perfekt. Das ist Fragezeichen, ne? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Okay, das könnte nicht das Richtige sein. Eine einfache Kurve vielleicht. Zur anderen Richtung. Nein, mag er auch nicht so gerne. So, eventuell. Mag er alles nicht. Vielleicht jetzt dann mit diesem Möppel. Oh, oh, wartet mal. Vielleicht wieder gerade und jetzt etwas Hochgelegenes? Nee, geht ja wieder über ein Gebäude. Ja, was ist denn jetzt genau? Du bist da im Weg? Ja, okay, das ist auch wirklich arschknapp. Pass nur auf, dann reißen wir eine Pumpe ab einfach. Und dann haben wir den ganzen Driss hier nicht. Wir sind eher am Maximum der Pumpen. So, da können wir eine wegnehmen. Die können wir irgendwo wieder hinbasteln. Hier irgendwo. Passt wahrscheinlich auch nicht. Es ist alles ein Graus. Aber jetzt können wir wenigstens die Straße hier hinsetzen. Und brauchen auch nicht so eine komische Steilkurve machen oder so. Das ist ja alles Pup mit Tralla. Wir brauchten sowas. Geht's nämlich so. Und dann ganz easy einfach so. Wunderherrlich, wunderschön, das ist doch mal eine Straße, die nur Besoffene gebaut haben können. So, mal eben gucken, dass wir die letzte Pumpe vielleicht irgendwo wieder hinkriegen. Es geht nirgendwo. Aber wir können die Straße hier abreißen, bis zu einem gewissen Punkt, bis hier. Ja, ich würde am liebsten noch auf die andere Straßenseite. Kann man sowas machen? Nein, natürlich nicht. Sowas ginge? Nein.
So aber. Okay, hier ist alles zu überlagert, das ist klar. Da können wir eine Brücke bauen. Ach, ist das ein Graus hier, wenn man mal eine Straße eng platzieren möchte. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann jetzt nicht von hier in der Mitte, wo der Mauszeiger gerade sitzt, kann ich da jetzt nicht hingehen mit dem blauen Punkt oder was? Muss ich das wohl so machen? Ja, und so ein Feldweg kann man nicht in Tunnel oder in eine Brücke verwandeln. Machen das jetzt mal trotzdem so und setzen den hier einfach mal hin. So, mal gucken, wie das funktioniert. Ist hier eine Kreuzung jetzt? Wahrscheinlich, ne? Müssen wir im Auge behalten. So, dann wird endlich das Recyclingzentrum ausgebaut. Es gibt nur Metall, was wir herstellen, nur leicht Metall, sprich Legierung. Also kommt das Plastikgedöns weg. Und dann hier eine, hier zwei und wenn es frei wird, hier drei. So. Hätten wir das. Legierungsversorgung dürfte sichergestellt sein, würde ich sagen. Und wir drücken mal auf Play. Wir hoffen, dass jetzt sich alles zusammenbricht. Oh, halt, wir drücken mal wieder auf Stopp. Wir brauchen ja noch Schilder und... Ne, ein Schild gibt es hier gar nicht, aber wir brauchen noch Garagen auf jeden Fall. Alles an Garagen voll ballern. Was geht. Und das Ganze auch noch für die Transporter, die hier nicht hinpassen. Wo passen die denn dann hin? Ach, hier. Alles klar. So. Und jetzt gibt es noch Müllwagen. Die haben wir nämlich auch ganz vergessen. Finden aber hier noch locker Platz. Sehr schön. Können wir hier zwischenquetschen irgendwo. Ja, okay, dann nehmen wir den Rest hier. Zack, zack, zack. Zack, und der letzte. So, hätten wir das.